Henning Witte hier begrüßen zu können, der uns auf seinem Deutschlandtrip hier besucht. Er wohnt in Schweden hauptsächlich und ist der Experte seit ca. 12 Jahren für Mind Control, also für Gedankenbeeinflussungsgeschichten und Dinge, die nicht so schön sind, die mit Menschen angestellt werden. Ja. Das würde unsere Zuhörer mal interessieren, was da so alles abgeht. Ja, das hört sich immer wie Science Fiction an, wenn man davon erzählt. Aber es ist traurige Wahrheit. Ich habe selbst in meinem eigenen Familienkreis vor 12 Jahren erleben müssen, dass ein Vetter von mir im norddeutschen Raum, ich will jetzt gar nicht konkret sagen wo, von den Verwandten für verrückt erklärt wurde, weil er sagt, ich höre Stimmen im Kopf. Und manchmal spielen die auch einen Mickey-Maus-Film ab in meinem Kopf oder auch ein Porno. Und ich werde beleidigt von den Stimmen. Die haben intelligente Interaktion mit mir. Das bin nicht ich, da ist irgendwas. Und das Übliche ist, dass man sagt, da, die sind paranoid, schizophren, die bilden sich das nur ein, das gibt es nicht und landen dann in der Klapsmühle, in der Psychiatrie. Werden nicht für ernst genommen. Ich war der Einzige in der Familie, der schon bei David Icke darüber gelesen hatte und wusste schon ungefähr, dass es das gibt. Und da ich eben diesen Verwandten sehr gut kenne, seit Kindesbeinen und auch sonst keine Anzeichen dafür da waren, dass der irgendwie durchgedreht war, passte das ins Bild. Der sagte auch, dass es über eine entfernte Bekanntschaft zu jemandem, der bei der Scientology-Kirche ist. Das habe ich damals noch gar nicht einordnen können. Inzwischen weiß ich, dass die Scientology-Kirche in diesem Zusammenhang ganz oft auftaucht, um sich da Opfer-Versuchskaninchen rauszusuchen. Und das Ganze ist auch eine Technologie, die schon ganz lange existiert. Ja, richtig. Patrick Flanagan hat auch schon in den 50er Jahren meines Wissens Ja, dieses Neurophon erfunden, ne? ja. Und es hat also angefangen in den Konzentrationslagern der Nazis und der Japaner im Zweiten Weltkrieg. Die haben mit LSD und ähnlichen Dingen schon versucht, Menschen zu beeinflussen, gedanklich und zu steuern und den freien Willen auszuhebeln. Und das ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg von den Wissenschaftlern, zum Beispiel Mengele hat da eine ganz wichtige Rolle gespielt. Der ist ja dann nach Argentinien geflohen und hat da unten seine Menschenversuche weitermachen können, auch zum Teil in den USA bei Mind Control. Hat man diese Spezialisten übernommen und das weiterentwickelt, sodass man sagen kann, führend waren nach dem Zweiten Weltkrieg die Russen und die USA und, höre und staune, ich komme ja aus Schweden jetzt, die Schweden. Tja, sollte man gar nicht annehmen, Nee, das so, sollte man nicht annehmen. Also die ne? ersten klaren Beweise sind von 1946, das sächsische Kinderkrankenhaus in Stockholm. Die haben so riesen Elektroden in Babys in die Gehirne eingepflanzt. Die meisten sind dabei gestorben unter schrecklichen Umständen, aber eben manche nicht. Und seitdem machen die da Stiekum, heimlich, still und leise hinter den Kulissen, immer schön geschützt von der Psychiatrie, ihre Menschenversuche. Und damals, als das meinem Verwandten passierte, da war das schon ausgereifte Technik, Ende der 90er Jahre. Und es ist so, dass er mir dann auch Literatur von dem Lammer zum Beispiel, Verdeckte Operationen brachte und anderes, die sich dann auch mit anderen Sachen, die man schon kannte, deckten. Und so ist sozusagen ein Puzzleteil zum anderen gekommen. Und inzwischen ist das Bild so, dass man praktisch alles machen kann, was man gerne machen möchte. Man kann Gedanken lesen bei einem Menschen, man kann Gedanken austauschen, man kann Erinnerungen von einem Menschen lesen, man kann Erinnerungen austauschen und man kann jemanden sprechen lassen und eigentlich ist es nicht der, sondern der, der steuert, der spricht. Obwohl die Stimme von den Menschen kommt, das nimmt man gerne bei Politikern und Journalisten, und hebelt auf diese Weise völlig den freien Willen aus. Also der Mensch ist dann praktisch nur noch ein Roboter. Und deshalb finde ich auch, das ist eine der allergrößten Gefahren. Das Ziel ist, die gesamte Menschheit, wie ich das nenne, an die Angel zu hängen, alle mit einem Mikrochip zu versehen.
und auf diese Weise gefügig zu machen. Ja. Damit kriegt man dann bequem die Superdiktaturen, also ja. Stichwort Neue Weltordnung, New World Order, Stichwort auch von der Bibel, The Mark of the Beast, also der, ja. das Zeichen des wilden Tieres, 666 mit ja. einem Chip oder Streckcode, das ist damit gemeint gewesen. Ja. Und meiner Meinung nach ist es 5 vor 12, dass schon die ganze Menschheit einen Chip ja. hat. Weil die Technik sich so enorm verbessert. Damals in den 40er, 50er Jahren waren das noch große Dinge. Die sind immer kleiner geworden. In den 70er, ja. 80er Jahren hat man sie noch auf Röntgenaufnahmen sehen können. Also ja. da gibt es ja Robert Näslund aus Schweden, ein ganz berühmter Fall, der dann das in Schweden bekommen hat von der Geheimpolizei im Krankenhaus. Mhm. In Amerika von einem Arzt das auf Röntgen entdeckt und rausgenommen mhm. bekommen hat. Mhm. Und da hatte man jedenfalls noch was vorzuweisen. Ja. Heute haben die Nanogrößen, mhm. Nanochips, ja. die kriegt man überhaupt nicht mehr nachgewiesen ja. mit dem optisch. Was wir jetzt kürzlich gemacht mhm. haben, war sie zu messen mit so Feldstärkenmessern, mhm. weil sie schicken ja ab und zu auch Signale raus, ja. Elektromagnetische Wellen, und die kann man dann mit gewissen Geräten mhm. messen. Und da kann man dann sagen, hier, ist ja. einer, da ist einer, oder im Schulterblatt ja. und so weiter. Ja. Und manche, ganz wenige von diesen Millionen von Menschen, die heute schon geschippt sind, lässt man das wissen, so wie auch bei meinem Verwandten, ja. Die dann diese Stimmen hören und natürlich dann merken, ob irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Weil man das braucht. Das ist jetzt eine Vermutung von mir, das kann ich nicht beweisen, mhm. um Supercomputer zu trainieren. Also es ist ja so, dass in dieser geplanten neuen Weltordnung nur eine ganz kleine Clique, eine Finanzoligarchie herrschen ja. will. Und die können natürlich nicht mit so einer kleinen Clique da einzelne Individuen da hinsetzen, um die Menschen fernzusteuern. Das mhm. muss technisch organisiert über Computer ja. laufen, über ja. riesige Computer. Ja. Und da braucht man dann eben Programme. Was passiert, wenn einer das entdeckt. Mhm. Und da müssen dann eben Gegensteuerungen in die Computer einprogrammiert werden. Deshalb lässt ja. man eine kleine Minderheit von Menschen das wissen. Mhm. Und das sind dann die, die auch zu mir kommen und mit denen ich Interviews gemacht habe. Ja. Weil die meisten sind sich dessen gar nicht bewusst, mhm. dass da überhaupt eine Steuerung stattfindet. Wenn das richtig geschickt gemacht wird, dann macht man das nur an ganz entscheidenden neuralgischen Punkten und lässt die Menschen sonst so, wie sie sind. Das merkt ja. man gar nicht. Also ja. Angehörige merken das oft gar ja. nicht. Die haben dann nur ein paar Punkte eine komische Meinung. Ja. Mhm. Ich habe zum Beispiel einen Freund in Schweden, ich sage jetzt nicht den Namen, wir haben da eine gemeinsame Freundin, eine Ärztin, die arbeitet in der Psychiatrie, in der offenen Psychiatrie in Stockholm. Und die beklagte sich eines Tages, dass sie von ihrem Chef, einem Oberarzt, da so fast brutal umarmt worden ist und einen Stich zwischen okay. die Schulterblätter gekriegt hat. Mhm. Und da, seitdem ist die wie verändert. Und da mhm. hat die wahrscheinlich einen Chip gekriegt. Mhm. Jedenfalls ist für mich klar, dass die jetzt ferngesteuert mhm. wird. Und mhm. das habe ich dann diesem Freund erzählt und der hat immer so komisch ausgewichen. Ja. Ja, ja. Und da habe ich erst nach mehreren Jahren gemerkt, Mensch, ja, den haben sie auch an die Angel gehängt, mhm. weil er auch unbequem ist. Mhm. Mhm. Und so wird das ganz geschickt gemacht, bis auf diese paar Fälle, wo es klar ist, die man dann auch zum Beispiel Schmerzen haben lässt, um das auszuprobieren. Ja. Man kann also in jedem Körperteil beliebig mit dieser Technologie Schmerzen entfachen mhm. und das auch zur Disziplinierung benutzen. Ja. Man will, dass sie dann gewisse Sachen machen, das sagen die Stimmen denen im Kopf, und wenn mhm. die das nicht machen, dann kriegen die auf einmal ja. einen tierischen Krampf im Bein, das tut ja. wahnsinnig weh oder irgendwas anders. Man kann es auch dazu benutzen, mhm. um einen Herzinfarkt hervorzurufen. Es sind nur ganz wenige Spezialistenärzte, die das nachher sehen können, ob das ein natürlicher Herzinfarkt oder einer ja. mit meiner Kontrolltechnologie war. Mhm. Und man kann hier alles so zudrücken, dass die ersticken. Mhm. Und solche Sachen. Man kann die Leute als Mordwerkzeuge abrichten. Ja, kann ich da mal einhaken? Und ja. zwar, es gab ja, habe ich zufällig mal gehört, auf Deutschlandradio, das war der einzige Sender, der das gebracht hatte, meine ich, wie damals die schwedische Außenministerin genau. abgestochen wurde von einem Menschen, kam die Nachricht, ich habe es nur zweimal gehört, konnte es einmal sogar aufnehmen,
hat er ja gesagt, der Täter, dass er durch Stimmen im Kopf den Befehl bekam, sie abzustechen, und er hätte gar nichts gegen sie gehabt. Genau. Er wusste gar nicht, was mit ihm geschah. Ja, genau. Und da kam mir auch gleich der Verdacht, das kann ja nicht ganz normal sein. Richtig, ja. Genau. Und der sagt auch, dass er immer dieses Wort Jesus gehört hätte. Mhm. Und da ich damals schon darüber Bescheid wusste, war mir auch sofort klar, das ist über meinen Kontroll gelaufen. Der ist völlig unschuldig, der Kerl, der ist nur ein Werkzeug. Ja. Da habe ich mich dann im Internet an eine australische Gruppe gewandt, die damit zu tun hat. Die haben mich an eine finnische Gruppe verwiesen und die haben mir dann auch bestätigt und gesagt, ja, ganz klar, eindeutig. Ja. Und da habe ich dann auch nähere Kontakte zum Beispiel zu Robert Näslund bekommen und so weiter, diesem schwedischen Opfer, der das mal beweisen konnte in den 70er Jahren. Also wir haben ja bei der AZK Rauni Kilde mal beiseite genommen, der einen Vortrag hielt. Und da hatte ich dann auch die Frage stellen lassen, quasi, wie das mit der Außenministerin war. Und die hat uns das auch bestätigt, weil Rauni Kilde ist ja auch bekannt. Ist bekannt, Ich meine, sie war in Lappland sogar Gesundheitsministerin. Richtig, Zeit. Und selbst auch verfolgt worden. Ja, sie lebt jetzt in Norwegen und klagt darüber, dass sie auch da irgendwie beeinflusst hat. Weil ich meine, es ist ja so, in der Psychologie wird ja sehr schnell der Eindruck erweckt, die Leute sind schizophren. Genau. Da kann man ja die Frage stellen, wie viele von den Schizophrenen sind eventuell gar nicht schizophren, sondern attackiert worden. Richtig, genau, Und die werden dann übel mit Neuroleptika, Zyprexa und diesen ganzen Dingern behandelt, gehen im Gewicht nach oben und es bringt gar nichts. Ja. Überhaupt nicht, weil die sind gesund. Ja. Die sind nur Opfer einer Technologie. Ja. Das ist der helle Wahnsinn. Ja. Und das Problem ist natürlich die Beweisführung. Ich bin ja Anwalt ursprünglich. Du kannst in die Köpfe nicht reingucken. Die können sich ja ausgedacht haben, theoretisch. Ja, und deshalb habe ich jetzt die Idee, und das ist erstmalig in der Welt, alle Opfer, egal wo die wohnen, zu interviewen und einfach mal auch zur Sprache kommen zu lassen, ernst nehmen zu lassen. Ja. Und dabei sieht man dann erstaunliche Parallelen, die können sich ja auch nicht alle abgesprochen haben, in den Zeugenaussagen, was denen widerfahren ist. Wobei jeder natürlich seine individuelle Geschichte hat. Ja. Und das hat einen sehr wichtigen und hohen Beweiswert. Mhm. Dann gibt es natürlich hervorragende Beweise aus den USA, aus den 70er Jahren von einem Church Committee, die dann auch in der New York Times vorbildlich ausnahmsweise mal richtig gut publiziert worden sind in den 70er Jahren. Ja. Das sogenannte MK-Ultra-Programm der CIA, da sind auch Schadensersatzzahlungen dann geleistet worden von amerikanischen Staat, auch Entschuldigungen durchgekommen. Ja. Das Programm lief aber in den 50er und 60er Jahren. Ja. Und heutzutage ist natürlich alles noch viel weiter, aber da hat man schon mal sehr schöne Beweise. Dann dieser José Delgado ist ein sehr guter Beweis. Ein Spanier, der in Amerika, ich glaube Yale auch war, in der Psychiatrie sich einen Namen gemacht hat. Da gibt es sehr schön im Internet Bilder aus den 60er Jahren, wo der einem Stier einen Chip eingepflanzt hat. Ja. Und dann kriegt er ein rotes Tuch. Und wenn der dann das Kommando gibt, dann bleibt er trotzdem stehen, der Stier. Der kann richtig wie so ein Auto fernsteuern, links, rechts, vorwärts, zurück. Ja, ja. Und Aggressionen jetzt rauf, Aggressionen runter und so weiter. Ja. Und ich meine, wenn das so weit schon war, ergibt das zwar nicht zu, ist es natürlich klar, dass es auch für Menschen gilt. Ne? Ja. Also es gab mal im deutschen Fernsehen erstaunlicherweise einen Aufklärungsfilm über das MK-Ultra-Projekt, wo eben auch von Dr. Cameron aus, aus Amerika, aus Kanada, eben nachgewiesen wurde, dass die diese Versuche in einem offiziellen Krankenhaus des Staates durchgeführt haben im Auftrag der CIA. Also das war ganz klar belegt. Also das ist für die Leute, die denken, das ist alles Spökerkram, das ist belegt. Da gibt es eine Menge Akten. Und man kann davon ausgehen, und in diesem Aufklärungsfilm sagte auch einer, ich habe den Namen jetzt nicht mehr geläufig, der aber da eben Aufklärungsarbeit leistete, er sagte, man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass das heute nur verfeinert worden ist und nicht damit beschlossen wurde. Nee, genau. Ja. Und es hat auch eine Kommission vor dem Europäischen Parlament 2005 gegeben, wo ein schwedischer Philosophieprofessor ermahnt hat, dass man da ethische Regeln errichten muss, die ja die Forschung an Menschen einschränkt. Ja. Also im Grunde genommen sind Beweise da, es ist nur, dass sie unterdrückt werden. Warum? Weil die meisten Chefredakteure der Medien eben auch mind-controlled sind. Und die meisten Politiker, das nützt einem gar nichts, dass irgendwie an einen Politiker geschrieben wird. Das haben die Opfer schon tausendfach versucht. Da gibt es kein Echo. Mhm. Selbst jetzt die bioethische Kommission unter Präsident Obama, die im Moment noch arbeitet, die macht so ein Langzeitprogramm, um auszuschließen, dass falsche Versuche an Menschen auf medizinischem Gebiet gemacht werden. Mhm. Die hatten dann in verschiedenen Städten der USA so Hearings, wo dann auch diese Mind-Control-Opfer zu Worte kamen. Und
jetzt auf einmal die neuen Hearings, auch die in Europa stattfinden sollen, hieß es, ja, aber mein Kontrollopfer werden jetzt nicht mehr angehört. Ja, so kann man es machen. Ja. Ja, also auch da deutlich wieder immer wieder gedrückt wird, weil das ist natürlich ein tolles Machtinstrument. Ja. Und wer sitzt auf diesen Machtinstrumenten? Die Geheimdienste. An oberster Stelle der Mossad. Ja. Aber natürlich auch FSB in Russland, CIA und so weiter, MI6 in den westlichen Ländern. Aber wie gesagt, auch die kleinen Schweden, die haben aus Verteidigungsgründen sich da eine eigene Technologie aufgebaut, damit ihnen eben nicht diese anderen Geheimdienste zu sehr in die Suppe spucken können mit Fernsteuerung. Ja. Also ich hatte gehört, also ich habe auch mal ein Treffen besucht von Leuten, die also da agitiert werden, zusammen mit einem sehr mutigen Pastor war das, dass die Stasi, also es war jemand, der da eben aus dem Osten dann auch agitiert wurde, damals auch schon mit diesen Dingen gearbeitet hat. Und die sind ja nach deren Aussage nicht arbeitslos gewesen anschließend, sondern sind dann von westlichen Geheimdiensten übernommen worden. So ist es, ja. Und die deutschen Behörden stellen sich ja taub. Sie sagen, also teilweise sagen sie, wir haben gar nicht die Technologie, das zu überprüfen. Also wir haben da schriftliche Antworten gekriegt oder die Leute, die angeschrieben haben. Also so nach dem Motto, die Technik fehlt uns, wir wissen von nichts, ne? Also findet es nicht statt, so in der Art. Ne? Ja. Ja, das ist richtig. Die Stasi hat man, ich habe gerade jetzt jemanden interviewt aus der Schweiz, einer, der hat die ganze Familie, der Vater, Brüder und so weiter waren in der Stasi. Und die arbeiten in so einem Elektronikkombinat, ich habe den Namen jetzt im Moment nicht drauf. Und die machten Technologie für Mindcontrol und benutzten ihre Angestellten gleich als Versuchskaninchen. Wie praktisch. Ja. Und der Mann hängt heute noch an der Angel. Daran sieht man, dass die Technologie dann weitergeführt wird von den anderen, die übernommen haben. Tja. Widerlich ist das. Und das ist eben heute durch die Mikroelektronik, sind ja Dinge heute möglich, die vor 20 Jahren noch fast undenkbar waren. Ja. Und wenn man dann auch bedenkt, dass man, das sagen ja Leute auch aus dem Militär, dass die militärisch angewandte Technik, die geheime Technik, 20 bis 25 Jahre voraus mindestens. Dann kann man sich vorstellen, was heute machbar ist. Ja. Denn auch wer heute die CD-Scheiben kennt, ist ja alles Technik, die damals beim NSA schon lange verwandt wurde. Oder auch überhaupt unsere ganze Chip-Geschichten. Werden ja nach langen Zeiten erst im normalen Publikum dann quasi dargeboten. Oder die Diktierprogramme. Ich habe jetzt auf Schwedisch, Deutsch und Englisch ein Diktierprogramm von Dragon. Das sind Abhörprogramme der CIA aus den 60er Jahren, die dann lange später da mal rauskommen dürfen. Und da ist es auch interessant. Es gibt in Amerika und Japan Firmen, die bieten schon an, so einen Helm. Da kannst du einen Computer anstatt mit einer Maus mit deinen Gedanken steuern. Ja. Das ist alles schon Technologie, die kommerziell angeboten wird. Das haben sie sogar auch im deutschen Fernsehen mal gezeigt. Ja. Und da ist ja genau das Ding, die Steuer, die Interaktion. Richtig. Also das ist eben gerade für die, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, vielleicht wichtig. Ich habe also auch mal einen Beitrag mitgeschnitten, da ging es also um einen Hubschrauber in den USA, wo bisher noch mit den Kopfbewegungen das MG gesteuert wird. Und der Pilot sagte dann, also die nächste Stufe, die jetzt eingeführt ist, dass wir mit unseren Gedanken die Bordwaffen steuern. Genau. Also bitte, es wird zugegeben, auch im Fernsehen. Ja. Das gibt es, Leute. Gibt es, ja. Und jetzt ist natürlich die ganz große Frage schon seit langem gewesen, also diese Menschen werden fürchterlich gefoltert, wenn man rund um die Uhr Stimmen und Getöse im Kopf hört, das ist Wahnsinn. Und dann auch noch unverschämt oft obszöne Bemerkungen und so weiter. Die können nicht ordentlich schlafen, die sind völlig im Auflösungszustand. Die versuchen sie natürlich zu schützen. Das Erste, was die machen, so Aluminiumfolien im Kopf, hilft überhaupt nichts. Dann gehen sie in faradäischen Käfig, weil sie sagen, sie merken, wir werden irgendwie bestrahlt. Ja. Und im faradäischen Käfig kommt ja keine elektromagnetische Strahlung rein. Ja. Pustekuchen. Die sind davon nicht befreit. Ja. Der eine Schwede, den ich kenne, der Michael, der ist sofort nach Kiruna in die Grube gefahren, in das Erzbergwerk, 700 Meter unter der Erde, wo keine Handystrahlung und nichts mehr hinkommt. Ja. Der war nicht befreit. Richtig. Die eine Studentin aus Korea, aus Südkorea, die in Kanada an die Angel genommen wurde, ist dann zurückgeflogen nach Südkorea und sagt, ich hatte gehofft, da oben in der hohen Flughöhe, in dem Interkontinentalflug frei zu werden. Nichts. Tja. Und da hat dann eben, haben wir den Tipp gekriegt, die arbeiten gar nicht mit elektromagnetischen Wellen, die arbeiten mit Skalarwellen. Ja. Und dann dachte ich, Skalarwellen habe ich noch nie gehört, obwohl ich Leistungskurs in Physik hatte und da schon einiges kann. Und da habe ich dann mal näher nachgeforscht, Skalarwellen, und bin auch auf eine riesen Verschwörung gestoßen, die schon damals Mitte des 19. Jahrhunderts angefangen hat, und zwar bei dem berühmten Physiker Maxwell mit den Maxwellschen Wellengleichungen. Ich habe die in der Physik in der Schule noch gelernt, hier in Oldenburg auf dem GAG.
bei Bruns, die Maxwell'sche Wellengleichung, wusste aber nicht, dass die nach dem extrem frühen Tod von Maxwell 1863 verfälscht worden ist. Die hatte nämlich einen ganz wichtigen Teil, der die Skalarwellen auch beschrieb. Ja. Und nach seinem Tod sind da ein paar Physiker hingegangen und haben das einfach rausgestrichen und die Gleichung verfälscht. Ja. Da kommst du erstmal nicht drauf. Ja. Und dann hat aber Tesla in der Praxis, in seinem berühmten Colorado Springs Versuch 1899, diese riesen Antenne mit der Kuppel oben drauf, ist ja geschafft, elektrischen Strom 42 Kilometer weit auf Glühbirnen ohne Draht zu übertragen und gesagt, das ist eine Skalarwelle, eine stehende Welle. Und jetzt kommt der Hammer, die geht schneller als Licht manchmal, manchmal auch langsamer. Und es kommt mehr Energie an, als losgeschickt worden ist. Ja, weil man Energie melken kann. Ja, so. Ja. Und da ist natürlich, eigentlich gehörte der Mann zum Nobelpreis vorgeschlagen. Der ist, hat aber nie den Nobelpreis gekriegt. Aber Herr Einstein hat den gekriegt, der uns die Hucke voll gelogen hat mit der Sache, dass nichts schneller als Licht ist. Ja. Und jetzt neulich war ja aus dem CERN, glaube ich, auch ein Beweis, dass die Neutrinos schneller sind als Licht. Das ist auch richtig. Damit fällt alles zusammen eigentlich. Ja, genau. Aber die normale Wissenschaftsrichtung hält krampfhaft dran fest. Richtig. Es gibt ja auch einen Spruch, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, dass also neue Erkenntnisse erst durch das Aussterben der Wissenschaftler, die jetzt das Sagen haben, ans Licht kommt. Ja. Vielleicht nochmal kurz, um nochmal zu verdeutlichen, dass es diese Dinge eben gibt. Es gibt ja, also was bei Haab zum Beispiel auch zugegeben wird, ist ja Erdtomographie, wo man also ja quasi tief in die Erde hineingucken kann. Ja. Man kann auch mit U-Booten kommunizieren. Man braucht heute keine Langwellensender mehr, sondern macht das auch mit dieser Technik. Ja. Also das ist zugegebene Technik. Also falls jetzt Wissenschaftsfreunde, die da zugucken, denken, naja, das kann es ja gar nicht geben. Ich meine, dann informiert euch mal in den USA oder in anderen militärischen Bereichen. Es wird sowas dazu gegeben, dass das funktioniert. Ja, und wir haben in Amerika Tom Bearden als den großen Spezialisten. Ja. Und für die Deutschsprachigen einen, der noch viel besser ist als Tom Bearden, nämlich der Professor Meil aus Villingen-Schwenningen. Der hat aber so viel Druck gekriegt, das hat die Dagmar Neubauer nochmal geschrieben, 2004, glaube ich, in einem Zeitartikel, dass er sich zurückziehen musste von dieser Forschung. Ja. Und aber es sind noch im Internet gute Vorträge von ihm, da kann man sich mal kundig machen, dass das eine bahnbrechende Technologie ist. Es gibt Deutsche, die haben ein Telefon gebaut mit Skalarwellen, das eben durch die Erde so durchgeht, kaum Energie braucht. Und die waren dann ganz baff, dass da schon ein paar Frequenzen belegt waren. Ja. Ja, ich glaube, ich habe es immer gesehen. Ein kleines Gerät hier mit Russland, mit Russland kommuniziert. Genau. Mit ein paar Batteriechen. War auch in Raum und Zeit ein Artikel, ja. Ja. Und aber weswegen ich darauf komme, ist eben, als ich kapierte, aha, das geht mit Skalarwellen, weil die gehen eben durch alles durch. Das sind ja ein Aspekt der Neutrinos und die sind auch ein Aspekt der Orgon-Energie, also der freien Energie, die von Reicher wiederentdeckt und von vielen anderen auch. Ja. Und dann habe ich mal im Internet geguckt, vielleicht gibt es da ja auch Schutzmechanismen auf dieser Ebene. Und richtig, es gibt also in Amerika eine Firma, die heißt Q-Wave, die bauen so Anhänger gegen Elektrosmog, gegen Depressionen und auch für diese Mind-Control-Opfer, das heißt Defender. Und dieser Anhänger, der macht ein Skalarwellenfeld. Und dieses Skalarwellenfeld lenkt die Skalarwellentechnologie ab von den Opfern in den Anhängern und wandelt das dann auch in positive Energie um. Und gleichzeitig sind dann noch sogenannte Solfeggio-Frequenzen mit eingeprägt. Das sind so die Grundheilungsfrequenzen. Erdfrequenzen und solche Dinge. Ja. Und dann habe ich einigen von den Opfern gesagt, los Leute, jetzt, auch wenn ihr wenig Geld habt, schmeißt irgendwie zusammen, besorgt euch das Ding. Das kostete damals noch $300. Inzwischen haben die das auch einen Rabatt für die Opfer gegeben, kostet es nur noch 122 oder so. Und der erste war in Slowenien ein Opfer, der das kriegt und der sagt, ich habe das umgehabt, 5 Minuten, dann hatte ich so ein komisches Rauschen im Kopf und danach war es besser. Das ist ja eine Art Störsender gegen die Dinge, die einen agitieren. Ja. Das war so eine Interferenz, dieses Rauschen von diesen Skalarwellen, die er umhatte, mit denen, die auf ihn gerichtet worden sind. Und er sagt zwar, ich bin noch nicht ganz frei, aber ich kann erstmal wieder schlafen und die Stimmen sind nur noch halb so stark. So, dann hatte ein Schwede, den ich gut kenne, das auch auf meinen Empfehlen hin besorgt und ich hatte mir auch einen besorgt. Erstmal um zu merken, ob ich selber an der Angel hänge, Gott sei Dank nicht bislang. Und der hatte dasselbe positive Ergebnis. Und dann habe ich ihm noch meinen auf den Rücken gehängt, da war praktisch alles weg. Inzwischen bauen die an einem Prototyp, der das noch besser können. Und es gibt auch in Deutschland, hat der Professor Meil
so ein Gerät gebaut, das auch so ein Skalarwellenfeld erzeugt, das ist aber stationär. Ja. Und da hat auch einer der Opfer mir jetzt gesagt, der kommt aus der Schweiz auch, das hat zumindest 3 Monate ihm Ruhe verschafft und dann haben die Mistlergen das irgendwie umgangen und jetzt ist er wieder geplagt von der Technologie. Das heißt, nach 60 Jahren dieser Versklavungstechnologie sind wir jetzt im Jahr 2011 das erste Mal auf Geräte gestoßen, die zumindest eine Linderung schaffen. Übrigens auch nicht bei allen. Also manche wären irgendwie anders behagt, da haben diese Anhänger nichts geholfen. Ja. Und das beweist eben auch, dass Skalarwellentechnologie benutzt wird. Und dabei, wenn man dann weiterguckt, merkt man, dass der ganze menschliche Körper mit Skalarwellen arbeitet. Die ganze Kommunikation. Ja. Ja. Richtig. Und Skalarwellen werden durch sogenannte Möbius-Spulen, das ist also ein Physiker, der hieß Möbius, aufgebaut. Das ist in 2 Spulen übereinander, da geht der Strom erst in einer Richtung und unten in der anderen Richtung, dann heben die sich auf. Dann sagt man, ja, jetzt ist die Energie weg. Ja, von wegen, Energie kann nie weg sein, die kann nur umgewandelt sein. Deshalb der Aspekt Vakuumenergie, das ist so ein Stichwort. Und die ganzen Zellmembrane haben Möbius-Spulen, der Blutkreislauf, Blut mit Sauerstoff geht in eine Richtung, Blut ohne Sauerstoff in die andere Richtung, ist eine Möbius-Spule. Und unser Gehirn kann in der linken und rechten Gehirnhälfte unabhängig voneinander Skalarwellen produzieren und die dann losschicken und zu einem sogenannten Skalarwelleninterferometer machen. Das heißt, die agieren dann miteinander, interferieren miteinander und machen dann irgendwas. Ein Kreuzungspunkt mit der Energiefreiheit. Und so ist zum Beispiel das Beten, das Wünschen, das Manifestieren, das aus Gedanken, was wird. Das Heilen. Das Heilen. Zu erklären. Alles erklärbar, genau. Ja, auch die Bioresonanzgeräte arbeiten mit Skalarwellen, die wissen es nur nicht. Ja. Also das Interessante ist ja, dass solche Techniken teilweise von einigen Politikern sogar nach vorne getrieben worden sind. Und zwar de Gaulle hat ja damals in den 70er Jahren, ich habe einen Artikel vorliegen, der ins Englische übersetzt wurde und sogar publiziert wurde in Amerika, Versuche machen lassen zur Krebsheilung mit diesen Dingen auch. Also die haben dann zum Beispiel Versuche mit Ratten gemacht, die sie künstlich also mit Krebs beaufschlagt haben und haben dann also die Hälfte von denen dann in so eine Röhre gepackt und die dann mit diesen Frequenzen beaufschlagt und die Heilungsquote war also gewaltig. Ja. Das war natürlich gegen bestimmte wirtschaftliche Interessen gerichtet, der Pharmazieindustrie zum Beispiel, die ja gewaltige Summen schöpft, durch das Leid der Menschen, was aber zu beseitigen wäre. Also ich habe gehört, dass man zwischen 100 bis 150.000 Euro für einen Krebspatienten, der also dann mit Pharma schön durchgemangelt wird und in der Regel das nicht überlebt, ist natürlich ein sehr schönes Wertschöpfungsobjekt, so ein Mensch. Ja, ja, ja. Leider. Leider, es ist ganz widerlich. Ja, und de Gaulle konnte sich da nicht durchsetzen. Ich meine, er hat ja verschiedene Dinge gemacht, die nicht gefielen bestimmten Leuten. Ist ja dann letztendlich abgesetzt worden durch bestimmte Maßnahmen. Also es hat schon Leute gegeben, die da Gutes tun wollten. Ja, es kommt immer wieder hoch. Ja. Und diese Skalarwellen sind eben auch ein Aspekt der sogenannten freien Energie, wenn eben mehr Energie ankommt, als losgeschickt wurde. Warum? Weil überall im Raum Energiedepots sind, das Hyperraum oder vierte Dimension, da tanken die sich auf und das sollen wir halt nicht rauskriegen. Denn Tesla hat dann ein Auto gebaut damit, mit dem Motor, der brauchte nichts außer diese freie Energie und Wilhelm Reich auch. Ja, das bleibt natürlich dem Militär vorbehalten und das normale Volk darf es nicht wissen, weil sonst können wir uns ja entweder fürchten oder fürchterlich aufregen, dass mit unseren Steuergeldern solche Dinge betrieben werden. Ja, ja. Und es ist ja so, also der Bearden, dieser Spezialist, der ja auch lange beim Militär war, jetzt zwar in Pension ist, aber nach eigener Aussage immer noch Zugang hat zum Pentagon und damals schon an MK-Ultra-Dingen auch, also zumindest an den Überlegungen damit gewirkt hat, sagt ja, dass man also das bis zu 1000-fache Energie rausmelken kann. Ja, also man schickt quasi Energie los und kann mit einer Art Transistoreffekt eben eine Menge steuern damit. Ja. Nicht? Und so laufen dann eben auch andere Dinge wie Waffensysteme und mit der Technik. Meil sagt auch sehr anschaulich, dadurch, dass die Geschwindigkeit nicht konstant ist, wie bei elektromagnetischen Wellen, wo ja die Lichtgeschwindigkeit immer eine Konstante ist und dementsprechend die Frequenz und Wellenlänge miteinander korrespondieren. Ja. Da braucht man immer nur eins zu messen, hat man schon das andere. Und bei der Modulation, wenn man Informationen überträgt, kann man das immer nur auf dem einen Ding machen, weil das andere automatisch da mithängt. Ja. Bei den Skalarwellen ist da nicht mehr diese Koppelung. Das heißt, man kann sowohl die Wellenlänge als auch die Frequenz modulieren, kriegt also eine Dimension mehr zur Informationsübertragung. Ja, genau. Deshalb können damit auch holographische Bilder übertragen werden. Ja, ja.
womit man uns ja dann auch vielleicht mal beglücken will. Ne? Project Bluebeam. Ja, ja. Ne? Genau, aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Ja, ja, richtig. Ja, interessante Geschichte. Mhm. Ja. Jedenfalls, wer glaubt, da Opfer dieser Technologie zu sein, man merkt es, wenn man es halt merkt, dass einem irgendjemand im Gehirn rumspurzt, da fremde Gedanken reintut, die eigentlich nicht zu einem gehören, die Persönlichkeit völlig verändert ist oder man hört eben Stimmen oder sieht Bilder und so weiter, der soll sich an, da gibt es Vereine wenden oder an mich wenden und dann versuchen mit diesen Anhängern, da, wir haben auch noch gar nicht alle ausprobiert, also Karma Singh hat zum Beispiel auch einen Anhänger, der auf dieser Technologie ist, den haben wir noch nicht ausprobiert. Und nicht verzagen, wir kriegen jetzt langsam den Durchbruch, dass wir die Leute alle von der Angel kriegen. Also wichtig wäre demnach, wenn jemand Verdacht hat, dass es auch an sowas liegen könnte, sich zu informieren. Also man kann ja auch übers Internet, vielleicht können Sie ja mal ein paar Seiten nennen, auf was man da gehen könnte. Ja, die sind allerdings jetzt... oder Suchbegriffe. Aber wie hießen die Deutsche? Strahlenfolter gibt's auf Deutsch. Sonst blenden wir es ein. Ja, Mind Control. Ich habe die jetzt nicht alle auf Deutsch drauf, aber da gibt es ganz viele. Ja. Also man braucht nur die Schlüsselworte Mind Control, MK Ultra, psychotronische Waffen im russischen Bereich, also im Ostblock-Bereich. Ja. Da kommt ganz viel. Also gab es auch mal einen Filmbericht, wo quasi Russen damals schon, das ist bestimmt schon fast 10 Jahre her, dann eben sich gewehrt hatten, die hatten auch so ein Gerät umhängen, was sie sich dann wohl selber gebaut hatten oder von Technikern haben machen lassen, um eben da eine gewisse Abwehr Ja, in der Stasi gab es auch Geräte, das wissen wir, aber wir sind bislang leider noch nicht rangekommen. Naja, das wird ja alles aus bestimmten Gründen noch geheim gehalten. Ja, vielen Dank für diese aufschlussreichen Informationen. Wie an Politiker geschrieben wird, das haben die Opfer schon tausendfach versucht, da gibt es kein Echo. Selbst jetzt die bioethische Kommission unter Präsident Obama, die im Moment noch arbeitet, die macht so ein Langzeitprogramm, um auszuschließen, dass falsche Versuche an Menschen auf medizinischem Gebiet gemacht werden. Die hatten dann in verschiedenen Städten der USA so Hearings, wo dann auch diese Mind-Control-Opfer zu Worte kamen. Und jetzt auf einmal die neuen Hearings, auch die in Europa stattfinden soll, hieß es, ja, aber Mind-Control-Opfer werden jetzt nicht mehr angehört. Ja, so kann man es machen. Ja, also auch da deutlich wieder immer wieder gedrückt wird, weil das ist natürlich ein tolles Machtinstrument. Ja. Und wer sitzt auf diesen Machtinstrumenten? Die Geheimdienste. An oberster Stelle der Mossad. Ja. Aber natürlich auch FSB in Russland, CIA und so weiter, MI6 in den westlichen Ländern. Aber wie gesagt, auch die kleinen Schweden, die haben aus Verteidigungsgründen sich da eine eigene Technologie aufgebaut, damit ihnen eben nicht diese anderen Geheimdienste zu sehr in die Suppe spucken können mit Fernsteuerung. Ja. Also ich hatte gehört, also ich habe auch mal ein Treffen besucht von Leuten, die also da agitiert werden, zusammen mit einem sehr mutigen Pastor war das, dass die Stasi, also es war jemand, der da eben aus dem Osten dann auch agitiert wurde, damals auch schon mit diesen Dingen gearbeitet hat. Und die sind ja nach deren Aussage nicht arbeitslos gewesen anschließend, sondern sind dann von westlichen Geheimdiensten übernommen worden. So ist es, ja. Und die deutschen Behörden stellen sich ja taub. Sie sagen, also teilweise sagen sie, wir haben gar nicht die Technologie, das zu überprüfen. Also wir haben da schriftliche Antworten gekriegt oder die Leute, die angeschrieben haben. Also so nach dem Motto, die Technik fehlt uns, wir wissen von nichts, ne? Also findet es nicht statt, so in der Art. Ne? Ja. Nee, das ist richtig. Die Stasi hat man, ich habe gerade jetzt jemanden interviewt aus der Schweiz, der hat die ganze Familie, der Vater, Brüder und so weiter waren in der Stasi. Und die arbeiten in so einem Elektronikkombinat, ich habe den Namen jetzt im Moment nicht drauf. Und die machten Technologie für Mind Control und benutzten ihre Angestellten gleich als Versuchskaninchen. Wie praktisch. Ja. Und der Mann hängt heute noch an der Angel. Daran sieht man, dass die Technologie dann weitergeführt wird von den anderen, die übernommen haben. Tja. Widerlich ist das. Und das ist eben heute durch die Mikroelektronik, sind ja Dinge heute möglich, die vor 20 Jahren noch fast undenkbar waren. Ja. Und wenn man dann noch bedenkt, dass man, das sagen ja Leute auch aus dem Militär, dass die militärisch angewandte Technik, die geheime Technik, 20 bis 25 Jahre voraus mindestens. Dann kann man sich vorstellen, was heute machbar ist. Ja. Denn auch wer heute die CD-Scheiben kennt, ist ja alles Technik, die damals beim NSA schon lange verwandt wurde oder auch überhaupt unsere ganze Chip-Geschichten. Werden ja nach langen Zeiten erst im normalen Publikum dann quasi dargeboten. Oder die Diktierprogramme, ich habe jetzt auf Schwedisch, Deutsch und Englisch ein Diktierprogramm von Bergen. Das sind Abhörprogramme der CIA aus den 60er Jahren, die da gesteuert wird. Und
das habe ich dann diesem Freund erzählt und der hat immer so komisch ausgewichen. Ja. Ja, ja. Und da habe ich erst nach mehreren Jahren gemerkt, Mensch, ja, den haben sie auch an die Angel gehängt, weil er auch unbequem ist. Ja. Und so wird das ganz geschickt gemacht, bis auf diese paar Fälle, wo es klar ist, die man dann auch zum Beispiel Schmerzen haben lässt, um das auszuprobieren. Ja. Man kann also in jedem Körperteil beliebig mit dieser Technologie Schmerzen entfachen. Ja. Und das auch zur Disziplinierung benutzen. Ja. Man will, dass sie dann gewisse Sachen machen, das sagen die Stimmen denen im Kopf. Und wenn die das nicht machen, dann kriegen die auf einmal einen tierischen Krampf im Bein, das tut wahnsinnig weh oder irgendwas anders. Man kann es auch dazu benutzen, um einen Herzinfarkt hervorzurufen. Es sind nur ganz wenige Spezialistenärzte, die das nachher sehen können, ob das ein natürlicher Herzinfarkt oder einer mit Mind-Control-Technologie war. Und man kann hier alles so zudrücken, dass die ersticken. Und solche Sachen, man kann die Leute als Mordwerkzeuge abrichten. Ja, kann ich da mal einhaken? Und ja. Zwar, es gab ja, habe ich zufällig mal gehört, auf Deutschlandradio, das war der einzige Sender, der das gebracht hatte, meine ich, wie damals die schwedische Außenministerin abgestochen wurde von einem Menschen, kam die Nachricht, ich habe es nur zweimal gehört, konnte es einmal sogar aufnehmen, hat er ja gesagt, der Täter, dass er durch Stimmen im Kopf den Befehl bekam, sie abzustechen und er hätte gar nichts gegen sie gehabt. Genau. Er wusste gar nicht, was mit ihm geschah. Ja, genau. Und da kam mir auch gleich der Verdacht, das kann ja nicht ganz normal sein. Richtig, genau. Und der sagt auch, dass er immer dieses Wort Jesus gehört hätte. Mhm. Und da ich damals schon darüber Bescheid wusste, war mir auch sofort klar, das ist über meinen Kontroll gelaufen. Der ist völlig unschuldig, der Kerl, der ist nur ein Werkzeug. Ja. Da habe ich mich dann im Internet an eine australische Gruppe gewandt, die damit zu tun hat. Die haben mich an eine finnische Gruppe verwiesen und die haben mir dann auch bestätigt gesagt, ja, ganz klar, eindeutig. Ja. Und da habe ich dann auch nähere Kontakte zum Beispiel zu Robert Neslund bekommen und so weiter, diesem schwedischen Opfer, der das mal beweisen konnte in den 70er Jahren. Also wir haben ja bei der AZK Rauni Kilde mal beiseite genommen, der einen Vortrag hielt. Und da hatte ich dann auch die Frage stellen lassen, quasi, wie das mit der Außenministerin war. Und die hat uns das auch bestätigt, weil Rauni Kilde ist ja auch bekannt. Ist bekannt, Ich meine, sie war in Lappland sogar Gesundheitsministerin. Richtig, der Zeit. Und selbst auch verfolgt worden. Ja, sie lebt jetzt in Norwegen und klagt darüber, dass sie auch da irgendwie beeinflusst hat. Weil ich meine, es ist ja so, in der Psychologie wird ja sehr schnell der Eindruck erweckt, die Leute sind schizophren. Genau. Da kann man ja die Frage stellen, wie viele von den Schizophrenen sind eventuell gar nicht schizophren, sondern attackiert worden. Richtig, genau, Und die werden dann übel mit Neuroleptika, Zyprexa und diesen ganzen Dingern behandelt, gehen im Gewicht nach oben und es bringt gar nichts. Ja. Überhaupt nicht, weil die sind gesund. Ja. Die sind nur Opfer einer Technologie. Ja. Das ist der helle Wahnsinn. Und das Problem ist natürlich die Beweisführung. Ich bin ja Anwalt, dann losschicken und zu einem sogenannten Skalarwelleninterferometer machen. Das heißt, die agieren dann miteinander, interferieren miteinander und machen dann irgendwas. Ein Kreuzungspunkt mit der Energiefreiheit. Und so ist zum Beispiel das Beten, das Wünschen, das Manifestieren, das aus Gedanken, was wird. Das Heilen. Das Heilen zu erklären. Alles erklärbar, genau. Ja, auch die Bioresonanzgeräte arbeiten mit Skalarwellen, die wissen es nur nicht. Ja. Also das Interessante ist ja, dass solche Techniken teilweise von einigen Politikern sogar nach vorne getrieben worden sind. Und zwar de Gaulle hat ja damals in den 70er Jahren, ich habe einen Artikel vorliegen, der ins Englische übersetzt wurde und sogar publiziert wurde in Amerika, Versuche machen lassen zur Krebsheilung mit diesen Dingen auch. Also die haben dann zum Beispiel Versuche mit Ratten gemacht, die sie künstlich also mit Krebs beaufschlagt haben und haben dann also die Hälfte von denen dann in so eine Röhre gepackt und die dann mit diesen Frequenzen beaufschlagt und die Heilungsquote war also gewaltig. Ja. Das war natürlich gegen bestimmte wirtschaftliche Interessen gerichtet. Wirklich, der Pharmazieindustrie zum Beispiel, die ja gewaltige Summen schöpft durch das Leid der Menschen, was aber zu beseitigen wäre. Also ich habe gehört, dass man zwischen 100 bis 150.000 Euro für einen Krebspatienten, der also dann mit Pharma schön durchgemangelt wird und in der Regel das nicht überlebt, ist natürlich ein sehr schönes Wertschöpfungsobjekt, so ein Mensch. Leider, es ist ganz widerlich. Und de Gaulle konnte sich da nicht durchsetzen. Ich meine, er hat ja verschiedene Dinge gemacht, die nicht gefielen bestimmten Leuten. Mhm. Ist ja dann letztendlich abgesetzt worden durch bestimmte Maßnahmen. Mhm. Also es hat schon Leute gegeben, die da Gutes tun wollten. Ja, es kommt immer wieder hoch. Ja. Und diese Skalarwellen sind eben auch ein Aspekt der sogenannten freien Energie, wenn eben mehr Energie ankommt, als losgeschickt wurde. Warum?
weil überall im Raum Energiedepots sind, man nennt das Hyperraum oder vierte Dimension, da tanken die sich auf und das sollen wir halt nicht rauskriegen. Ja. Denn Tesla hat dann ein Auto gebaut damit, mit dem Motor, der brauchte nichts außer diese freie Energie und Wilhelm Reich auch. Ja, das bleibt natürlich dem Militär vorbehalten und das normale Volk darf es nicht wissen, weil sonst können wir uns ja entweder fürchten oder fürchterlich aufregen, dass mit unseren Steuergeldern solche Dinge betrieben werden. Ja. Und es ist ja so, also der Bearden, dieser Spezialist, der ja auch lange beim Militär war, jetzt zwar in Pension ist, aber nach eigener Aussage immer noch Zugang hat zum Pentagon und damals schon an MK-Ultra-Dingen auch, also zumindest an den Überlegungen damit gewirkt hat, sagt ja, dass man also das bis zu 1000-fache Energie rausmelken kann. Ja, also man schickt quasi Energie los und kann mit einer Art Transistoreffekt eben eine Menge steuern damit. Ja. Nicht? Und so laufen dann eben auch andere Dinge wie Waffensysteme und mit der Technik. Meil sagt auch sehr anschaulich, dadurch, dass die Geschwindigkeit nicht konstant ist, wie bei elektromagnetischen Wellen, wo ja die Lichtgeschwindigkeit immer eine Konstante ist und dementsprechend die Frequenz und Wellenlänge miteinander korrespondieren. Hat man sie noch auf Röntgenaufnahmen sehen können. Also da gibt es ja Robert Näslund aus Schweden, ein ganz berühmter Fall, der dann das in Schweden bekommen hat von der Geheimpolizei im Krankenhaus. In Amerika von einem Arzt das auf Röntgen entdeckt und rausgenommen bekommen hat. Und da hatte man jedenfalls noch was vorzuweisen. Heute haben die Nanogrößen, Nanochips, die kriegt man überhaupt nicht mehr nachgewiesen mit dem Optisch. Was wir jetzt kürzlich gemacht haben, war sie zu messen mit so Feldstärkenmessern, weil sie schicken ja ab und zu auch Signale raus, elektromagnetische Wellen, und die kann man dann mit gewissen Geräten messen. Und da kann man dann sagen, hier ist einer, da ist einer, oder ein Schulterblatt und so weiter. Und manche, ganz wenige von diesen Millionen von Menschen, die heute schon geschippt sind, lässt man das wissen, so wie auch bei meinem Verwandten, die dann diese Stimmen hören und natürlich dann merken, ob irgendwas stimmt da nicht. Weil man das braucht, das ist jetzt eine Vermutung von mir, das kann ich nicht beweisen, um Supercomputer zu trainieren. Also es ist ja so, dass in dieser geplanten neuen Weltordnung nur eine ganz kleine Clique, eine Finanzoligarchie, herrschen will. Und die können natürlich nicht mit so einer kleinen Clique da einzelne Individuen da hinsetzen, um die Menschen fernzusteuern. Das muss technisch organisiert über Computer laufen, über riesige Computer. Und da braucht man dann eben Programme. Was passiert, wenn einer das entdeckt? Und da müssen dann eben Gegensteuerungen in die Computer einprogrammiert werden. Deshalb lässt man eine kleine Minderheit von Menschen das wissen. Und das sind dann die, die auch zu mir kommen und mit denen ich Interviews gemacht habe. Weil die meisten sind sich dessen gar nicht bewusst, dass da überhaupt eine Steuerung stattfindet. Wenn das richtig geschickt gemacht wird, dann macht man das nur an ganz entscheidenden neuralgischen Punkten und lässt die Menschen sonst so, wie sie sind. Das merkt man gar nicht. Also Angehörige merken das oft gar nicht. Die haben dann nur ein paar Punkten eine komische Meinung. Ja. Ich habe zum Beispiel einen Freund in Schweden, ich sage jetzt nicht den Namen. Wir haben da eine gemeinsame Freundin, eine Ärztin, die arbeitet in der Psychiatrie, in der offenen Psychiatrie in Stockholm. Und die beklagte sich eines Tages, dass sie von ihrem Chef, einem Oberarzt, da so fast brutal umarmt worden ist und einen Stich zwischen die Schulterblätter gekriegt hat. Und da, seitdem ist die wie verändert. Und da hat die wahrscheinlich einen Chip gekriegt. Jedenfalls ist für mich klar, dass die jetzt ferngesteuert wird. Und das habe ich dann diesem Freund erzählt und der hat immer so komisch ausgewichen. Und da habe ich erst nach mehreren Jahren gemerkt, das sind Abhörprogramme der CIA aus den 60er Jahren, die dann lange später da mal rauskommen dürfen. Und da ist es auch interessant, es gibt in Amerika und Japan Firmen, die bieten schon an, so einen Helm. Da kannst du einen Computer anstatt mit einer Maus mit deinen Gedanken steuern. Das ist alles schon Technologie, die kommerziell angeboten wird. Das, das haben sie sogar auch im deutschen Fernsehen mal gezeigt. Und da ist ja genau das Ding, die Steuer, die Interaktion. Richtig.
Also das ist eben gerade für die, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, vielleicht wichtig. Ich habe also auch mal einen Beitrag mitgeschnitten, da ging es also um einen Hubschrauber in den USA, wo bisher noch mit den Kopfbewegungen das MG gesteuert wird. Und der Pilot sagte dann, also die nächste Stufe, die jetzt eingeführt ist, dass wir mit unseren Gedanken die Bordwaffen steuern. Genau. Also bitte, es wird zugegeben, auch im Fernsehen. Ja. Das gibt's. Das gibt es, Leute. Gibt es, ja. Ja. Und jetzt ist natürlich die ganz große Frage schon seit langem gewesen, also diese Menschen werden fürchterlich gefoltert, wenn man rund um die Uhr Stimmen und Getöse im Kopf hört. Das ist Wahnsinn. Und dann auch noch unverschämt oft obszöne Bemerkungen und so weiter. Die können nicht ordentlich schlafen, die sind völlig im Auflösungszustand. Die versuchen sie natürlich zu schützen. Das Erste, was die machen, so Aluminiumfolien im Kopf, hilft überhaupt nichts. Dann gehen sie in faradäischen Käfig, weil sie sagen, sie merken, wir werden irgendwie bestrahlt. Ja. Und im faradäischen Käfig kommt ja keine elektromagnetische Strahlung rein. Tja. Pustekuchen. Die sind davon nicht befreit. Ja. Der eine Schwede, den ich kenne, der Michael, der ist sofort nach Kiruna in die Grube gefahren, in das Erzbergwerk, 700 Meter unter der Erde, wo keine Handystrahlung und nichts mehr hinkommt. Ja. Der war nicht befreit. Richtig. Die eine Studentin aus Korea, aus Südkorea, die in Kanada an die Angel genommen wurde, ist dann zurückgeflogen nach Südkorea und sagt, ich hatte gehofft, da oben in der hohen Flughöhe, in dem Interkontinentalflug frei zu werden. Nichts. Tja. Und da hat dann eben, haben wir den Tipp gekriegt, die arbeiten gar nicht mit elektromagnetischen Wellen, die arbeiten mit Skalarwellen. Ja. Und dann dachte ich, Skalarwellen habe ich noch nie gehört, obwohl ich Leistungskurs in Physik hatte und da schon einiges kann. Und da habe ich dann mal näher nachgeforscht, Skalarwellen, und bin auch auf eine Riesenverschwörung gestoßen, die schon damals Mitte des 19. Jahrhunderts angefangen hat, und zwar bei dem berühmten Physiker Maxwell mit den Maxwellschen Wellengleichungen. Ja. Ich habe die in der Physik in der Schule noch gelernt, hier in Oldenburg auf dem GAG, bei Bruns, die Maxwellsche Wellengleichung. Wusste aber nicht, dass die nach dem extrem frühen Tod von Maxwell 1863 verfälscht worden ist. Die hatte nämlich einen ganz wichtigen Teil, der die Skalarwellen auch beschrieb. Und nach seinem Tod sind da ein paar Physiker hingegangen und haben das einfach rausgestrichen und die Gleichung verfälscht. Ja. Da kommst du erstmal nicht drauf. Ja. Und dann hat aber Tesla in der Praxis in seinem berühmten Colorado Springs Versuch erzählt, aber es ist traurige Wahrheit. Ich habe selbst in einem eigenen Familienkreis vor 12 Jahren erleben müssen, dass ein Vetter von mir im norddeutschen Raum, ich will jetzt gar nicht konkret sagen wo, von den Verwandten für verrückt erklärt wurde, weil er sagt, ich höre Stimmen im Kopf. Und manchmal spielen die auch einen Mickey-Maus-Film ab in meinem Kopf oder auch ein Porno. Und ich werde beleidigt von den Stimmen, die haben intelligente Interaktion mit mir. Ja. Das bin ich, da ist irgendwas. Ja. Und das Übliche ist, dass man sagt, die sind paranoid, schizophren, die bilden sich das nur ein, das gibt es nicht, und landen in der Klapsmühle, in der Psychiatrie. Mhm. Und werden nicht für ernst genommen. Ich war der Einzige in der Familie, der schon bei David Icke darüber gelesen hatte und wusste schon ungefähr, dass es das gibt. Und da ich eben diesen Verwandten sehr gut kenne, seit Kindesbeinen und auch sonst keine Anzeichen dafür da waren, dass der irgendwie durchgedreht war, passte das ins Bild. Der sagte auch, dass es über eine entfernte Bekanntschaft zu jemandem, der bei der Scientology-Kirche ist, das habe ich damals noch gar nicht einordnen können. Inzwischen weiß ich, dass die Scientology-Kirche in diesem Zusammenhang ganz oft auftaucht. Um sich da Opfer, Versuchskaninchen rauszusuchen. Ja. Und das Ganze ist auch eine Technologie, die schon ganz lange existiert. Ja, richtig. Patrick Flanagan hat auch schon in den 50er Jahren meines Wissens dieses Neurophon erfunden. Ja, und es hat also angefangen in den Konzentrationslagern der Nazis und der Japaner im Zweiten Weltkrieg. Die haben mit LSD und ähnlichen Dingen schon versucht, Menschen zu beeinflussen, gedanklich und zu steuern und den freien Willen auszuhebeln. Und das ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg von den Wissenschaftlern, zum Beispiel Mengele hat da eine ganz wichtige Rolle gespielt, der ist ja dann nach Argentinien geflohen und hat da unten seine Menschenversuche weitermachen können, auch zum Teil in den USA bei Mind Control, hat man diese Spezialisten übernommen und das weiterentwickelt, sodass man sagen kann, führend waren nach dem Zweiten Weltkrieg
die Russen und die USA. Und, höre und staune, ich komme ja aus Schweden jetzt, die Schweden. Tja, das sollte man gar nicht annehmen. Nee, das sollte man nicht annehmen. Also die ersten klaren Beweise sind von 1946, das sächsische Sachsgabarn-Schwyküse, das sächsische Kinderkrankenhaus in Stockholm. Die haben so riesen Elektroden in Babys, in die Gehirne eingepflanzt. Die meisten sind dabei gestorben unter schrecklichen Umständen, aber eben manche nicht. Und seitdem machen die da Stiekum heimlich still und leise hinter den Kulissen, immer schön. Die schon damals Mitte des 19. Jahrhunderts angefangen hat, und zwar bei dem berühmten Physiker Maxwell mit den Maxwellschen Wellengleichungen. Ich habe die in der Physik in der Schule noch gelernt, hier in Oldenburg auf dem GAK, bei Bruns, die Maxwellsche Wellengleichung. Wusste aber nicht, dass die nach dem extrem frühen Tod von Maxwell 1863 verfälscht worden ist. Die hatte nämlich einen ganz wichtigen Teil, der die Skalarwellen auch beschrieb. Und nach seinem Tod sind da ein paar Physiker hingegangen und haben das einfach rausgestrichen und die Gleichung verfälscht. Da kommst du erstmal nicht drauf. Und dann hat aber Tesla in der Praxis, in seinem berühmten Colorado Springs Versuch 1899, diese Riesenantenne mit der Kuppel oben drauf, ist ja geschafft, elektrischen Strom 42 Kilometer weit auf Glühbirnen ohne Draht zu übertragen und gesagt, das ist eine Skalarwelle, eine stehende Welle. Und jetzt kommt der Hammer, die geht schneller als Licht manchmal, manchmal auch langsamer. Und es kommt mehr Energie an, als losgeschickt worden ist. Ja, weil man Energie melken kann. Ja, so. Ja. Und da ist natürlich, eigentlich gehörte der Mann zum Nobelpreis vorgeschlagen. Der ist, hat aber nie den Nobelpreis gekriegt. Aber Herr Einstein hat den gekriegt, der uns die Hucke voll gelogen hat mit der Sache, dass nichts schneller als Licht ist. Ja. Und jetzt neulich war ja aus dem CERN, glaube ich, auch ein Beweis, dass die Neutrinos schneller sind als Licht. Das ist auch richtig. Damit fällt alles zusammen eigentlich. Ja, genau. Aber die normale Wissenschaftsrichtung hält krampfhaft dran fest. Richtig. Es gibt ja auch einen Spruch, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, dass also neue Erkenntnisse erst durch das Aussterben der Wissenschaftler, die jetzt das Sagen haben, ans Licht kommt. Ja. Vielleicht nochmal kurz, um nochmal zu verdeutlichen, dass es diese Dinge eben gibt. Es gibt ja, also was bei Haab zum Beispiel auch zugegeben wird, ist ja Erdtomographie, wo man also ja quasi tief in die Erde hineingucken kann. Ja. Man kann auch mit U-Booten kommunizieren. Man braucht heute keine Langwellensender mehr, sondern macht das auch mit dieser Technik. Ja. Also das ist zugegebene Technik. Also falls jetzt Wissenschaftsfreunde, die da zugucken, denken, naja, das kann es ja gar nicht geben. Ich meine, dann informiert euch mal in den USA oder in anderen militärischen Bereichen, es wird sowas dazu gegeben, dass das funktioniert. Ja, und wir haben in Amerika Tom Bearden als den großen Spezialisten und für die Deutschsprachigen einen, der noch viel besser ist als Tom Bearden, nämlich der Professor Meil aus Villingen-Schwenningen. Der hat aber so viel Druck gekriegt, das hat die Dagmar Neubau nochmal geschrieben, 2004, glaube ich, in einem Zeitartikel, dass er sich zurückziehen musste von dieser Forschung. Und aber es sind noch im Internet gute Vorträge von ihm, da kann man sich mal kundig machen, dass das eine bahnbrechende Technologie ist. Es gibt Deutsche, die haben ein Telefon gebaut mit Skalarwellen, das eben durch die Erde so durchgeht, kaum Energie braucht. Und die waren dann ganz baff, dass da schon ein paar Frequenzen belegt waren. Ja, ich glaube, ich habe es immer gesehen. Ein kleines Gerät hier mit Russland. Ja. Mit Russland.